Hallöchen hier, der Nale für ihr und willkommen zurück bei Man of Medan, wo es weitergeht, hier mit offenem Mund durch das verlassene Geisterschiff. Okay, was ist das denn hier? Scheint nicht. Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Kantine zu sein, hä? Wo sie alle gegessen haben. So. Guck mal, was da ist. Noch ein Bildchen. Ein Träumchen. So. Oh oh. Vorahnung, dass der Bruder stirbt. Im Kapitel Särge gefunden. Okay. Gut. Weiter geht's. Also schon einige Bilder gefunden. Das ist gut. Das heißt. Hier stimmt was nicht. Was denn? Was ist denn los? Sei doch nicht immer so paranoid. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Ist voll am Durchdrehen, die Kleine. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Okay, ich glaube nur Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus! Hey, bleib cool! Meine Fresse. Also echt. So. Okay, hier waren wir schon. Bin mir ganz sicher. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jack. Echt? War mir das? Ich habe keine Ahnung. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Oh. Dann gehst du mal da rein. Okay, nein, da mache ich nicht mit. Was? Oh. Volle Särge und scheiß Kapellen? Nicht mein Ding, weißt du? Ringschätzen, es gibt keine Geister. Das ist echt krass. Hast recht, es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus und wir müssen Fliss finden. Okay, gut, können wir dann die Fliege machen? Was ist das? Jede Menge Särge. Vor allem die ganzen Flaggen sind noch unten, ne? Okay, wer liegt denn da drin? Guck mal. Geh mal gucken, genau. Heben an. Ja. Geheimnis gefunden. Guck mal. Hat der zwei Köpfe? Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle ist hier los? Das ist echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort! Weg, weg, weg! So, ich will gucken, was in der anderen drin ist, hey. Hey, der hier hat einen Namen. Brian, was machen die eigentlich hier? Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan A. Wen interessiert's, wer die sind und was... Geheimnis gefunden. Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Okay, warte mal, ich will die Geheimnisse sehen. Da, guck mal hier. Neu, 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 neu. Sehr schön. Das war ein Tagebuch, in dem von einem Sergeant Jones und seinem Team berichtet wird. Jones und sein Team sollen sich wohl in den Särgen an Bord des Schiffes befinden. Einer von denen hat zwei Köpfe. Echt cool. Wachdienstplan am Eingang des Frachtraum 3A. Der Zutritt nur im Frachtraum war verboten. Okay. Was war noch neu hier? Da, komm, da oben. Das Logbuch eines Technikers. Er beschreibt ein heftiges Gewitter und die Beeinträchtigung der Schiffssysteme durch Blitzschläge. In der Nacht des Sturms wurde vom Schiff SOS gesendet. Okay. Was denn hier? Eine Messingtafel mit dem Namen eines Soldaten. Brian Carter, US Army, 86472912. Die Nummer. Ein Verpflegungsplan aus der Kombüse. Die Markierung der Tage bricht plötzlich ab. Die Reise des Schiffs wurde durch irgendetwas unterbrochen. So. Einer der Särge ist offen, die Leichen in den Särgen scheinen bizarre Kreuzungen zwischen Menschen und übernatürlichen Kreaturen zu sein. Woher will der wissen, dass es übernatürlich ist? Vielleicht kann es so eine Fehlbildung sein. Aber wahrscheinlich ist es eher diese übernatürliche Schiene hier. Eine Notiz mit einer Bitte um Vergeltung bei einer Wachschicht. Es scheint, ein Soldat wollte den Wachdienst nicht antreten. Noch ein Geheimnis. Ein Brief von jemandem auf dem Schiff an seine Ehefrau. Er beschreibt Gerüchte über gruselige Vorgänge in einigen Frachträumen an Bord. Und eine alte Zeitung aus dem USA aus dem Jahre 19,
47. Das Schiff wurde anscheinend irgendwann in diesem Jahr verlassen. Was war hier noch? Ein Brief an die Heimat, in dem steht, dass jemand an Bord Geister gesehen hat. Jawohl. Okay, wunderbar. Dann, ich würde gerne noch die anderen Särge hier. Guck mal, genau. Geh die nochmal hier. Mach die mal auf. Machen auf. Oh, ey, das ist die Steuerung. Komm auf. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Kleiner Sack. Vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Okay. Hier. Ein kleiner Kindersarg. Update. Dadurch können Gerüchte entstanden sein, in denen es um ein Geisterkind ging. Genau, es war ja auch ein Kind, ne? Am Anfang. So. Und den hier noch angucken. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so kann man eine Beziehung auch beenden. Tja, das ist eine gute Frage. Geheimnisse. Neu. Zwei Stück. An den Särgen befinden sich schwere Schlösser. Update. Durch die Schlösser sollten die verstümmelten Leichen ein Geheimnis bleiben. Okay. Macht den Spaß. Update. In Frachtraum 3a befanden sich Särge. Es ist unklar, warum sie so stark bewacht wurden. Okay. Es gibt zu jedem dieser Geheimnisse auch nochmal ein weiteres Update. Das ist ja cool gemacht. Okay. Gut. Na dann, weiter geht's. So, mich würde das hier noch interessieren. Die Kapelle. Was ist los? Psst. Eine Ratte. Okay, der saß. Was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Hä? Können wir einfach hier weg? Okay, eine Vase. Boah, geh gucken. Hast uns nichts mehr, ne? Okay. Alter Finne. Aber es war ein Schädel. Ich hab's gesehen. Ne, ihr auch. So, gibt's hier sonst noch was? In diesem vermaledeiten, gottverlassenen Schiff? Nee, ne? Dann durch die Tür. Sign Bay. Können wir uns beeilen? Ich hab genug gesehen. Alles klar. Gott. Wir müssen Bliss holen. Die Zeit wird knapp. Das Licht wird anders. Was macht denn so ein Geräusch? Welches? Ich glaube, da kommt gleich jemand. Oh. Warum so blitzeblank? Da liegen noch mehr zweiköpfige Viecher. Guck mal da. Da liegt noch jemand. Hier mit zwei Köpfen. Da. Mist! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen. Im Ernst, ich halt's nicht aus. Hä, der hatte doch zwei... Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Aber er hatte doch... Hat er nicht in zwei... Oder war es nur... Guck dir den nochmal an. Komm, guck. Geh nochmal gucken. Okay, gut. Da hinten ist noch was. Nein, doch nicht. Gut. Schau mal, ob da noch jemand anders irgendwo rumliegt. Da hinten ist doch ein Schreibtisch. Geh da mal hin. Kannst du da hin? Geh da hin. Geh da hin. Oh Gott, diese Steuerung. Ist mal dezent kacke. Okay, geht nicht. Dann geh hier lang. Mal hier rum. Mal da durch. Jede Medizin, die wir finden. Sehr schön. Was ist denn das? Aspirin. Conrad, nimm ein paar von den... Hey, wo ist der? Eine zweite Meinung einholen? Okay. Gut. Aspirin am Start. So. Wo geht's weiter? Wo lang? Und wie? So. Den lässt du mal liegen. Geh hier mal entlang. Geht's aber nicht entlang. Dann gehen wir da hinten durch erstmal. Oder kannst du hier noch was gucken? Mal gucken hier. Nein. Gibt's da was? Gibt's nichts. Siehst durch die Tür. Du gehst aber mal durch diese Tür erstmal. Wo zur Hölle ist Conrad? Conrad?
Vielleicht mal Luft schnappen. Oh Gott. Conrad! Was haben die hier gemacht? Okay, ein OP-Saal. Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Ja, aber hallo. Geheimnis gefunden. Entsetzte Leiche. Eine Leiche, deren Gesicht in wahnsinniger Angst erstarrt ist. Es scheint fast, als sei dieser Mensch vor Angst gestorben. Okay. Sonst gibt es ja nichts Neues. So, ist hier irgendwie noch was zum Mitten? Ne, da ist noch was. Ein Plänchen. Schau mal, was da draufsteht. Alla hopp. Okay, der Typ hatte eine Appendizitis. Das ist ziemlich normal. Und dann starb er an einem fetten Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Elektrokardiogramm. Patient Fred Betz. Geburtsdatum 7.7.18. Diagnose Blinddarmentzündung. Okay. So, aber nochmal ein Geheimnis. Guck mal hier. Da. Patientenakte mit der Angabe, dass der Patient an plötzlichem Herzversagen verstarb. Okay. Was ist toll, hier alles zu entdecken. Das macht echt Laune. So, aber jetzt gehst du hier nochmal gucken, ob da noch irgendwas ist. Zu mitnehmen. Ich glaube aber nicht, ne? Nicht wirklich. Genau, geh da durch. Conny, wo zum Teufel bist du? Wo ist Conrad? Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny? Psst, still. Ich schreie, wann ich will. Conny! Nein. Hey Ratte, na? Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sage ich dir? Fliss, Unterdeck, Werkstatt. Viertel nach zwei, 21. Juni. So, Kollege. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Das würde ich auch gern wissen. Guck mal, da liegt was. Nimm das. Hey! Zurück! Finger weg! Ich will aber. Mann. Echt. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. So, anscheinend. Oder gibt es hier hinten was? Nein? Okay, gut. Weiter geht's. Stopp! Also anscheinend durch. Oder kann ich da entlang? Geh da mal entlang. Nein? Okay, dann durch die Tür. Dann gehst du hier durch. Und da entlang. Aber wo gehe ich denn hin? Was will der von mir? Wo führt er mich hin? Okay, komm raus! Zeig dich! Verdammt! Dieser Kahn ist verflucht. Ja, mach keine Dinger.
Okay, schau dir mal die Mütze an. Sieh mal hier. NG Medan. Okay. Fliss fand eine Kapitänsmütze drauf, stand ein eine Name mit G am Ende und danach Medan. Okay. Gehört. Oh Gott, das sind auch ganz viele weitere Kursrichtungen. Geheimnisse interessiert mich jetzt aber mal. Hier, da. Eine Mütze, auf der das Wort Medan steht. Der Rest des Aufdrucks ist nicht lesbar. Medan ist ein Teil des Schiffsnamens, okay. Das heißt, die Mannschaft von der Medan. Nö, um die es hier geht. Diese ersten Geschichte von vielen. Ja, ist okay, ich will doch nur da lang. Ist eine Abkürzung. Arschloch. So, okay, da durch. Was war das für ein Geräusch? Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Und schon! Okay. Bitte, du musst das nicht tun. Himmel! Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der ist tot. Du stimmst immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Das ist ziemlich abergläubisch, der Gute. So, guck dir die Leiche doch mal an. Genau. Hm. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Ja, ist okay. Geheimnis gefunden. Ein Leichnam mit angstverzerrtem Gesicht. Er hat sich wohl vor etwas geduckt. Als er starb. Okay. Weiter geht's. Olson! Wer? Olson. Okay. Nein, durch die Tür. Dankeschön. Oh Gott. Länger Gang. Oh, da war eine Hand, da war eine Hand. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Okay, noch ein Bild. Lass mich doch gucken. Und hör auf mich zu schubsen. Du hast die Waffe, genau, geh du vor. Er dreht durch, ha? Echt jetzt? Was zum Teufel? Lässt er mich hier hängen? Der Sack. Dann nehmen wir mal die Mütze und die Taschenlampe. Da will ich gerne das Bild angucken. Genau das hier. Komm jetzt aber. Okay. Verordnung freigeschaltet. Ganz aus der Nähe. Im Kapitel Danny gefunden. Okay. Gut. Darf ich sagen? Wo lang? Wieder zurück? Oder muss ich da lang? Warte mal, gehen wir da lang?
beschlossen. Ah, es muss ich drücken. Ah, oh, fuck. Das war so eine Geschichte. Okay, nochmal. Auf geht's. Ja, okay. Diese Quicktime-Dinger, ne? Hallo? Ah, vom Allerfeinsten. Guck mal, da ist ein Lüftungsschacht. Kann ich da nicht draufbleiben? Nee, kann ich nicht. Oder? Kann ich ihn nicht untersuchen? Nein, okay, dann halt nicht. Lass den da mal drin sitzen. Alles klar, gut. Also, gehst du mal da lang. Und hier durch. Kacke, das ist nicht gut. Aus. Nee. Definitiv nicht. Das sieht nach so einem fucking Quicktime-Event aus. Und hier war ja die Stelle, wo der Junge auch war, ne? Der Geisterjunge. Geht er mal gucken. Wachdienst, Ort Frachtraum 3A, Datum 21. wie auch immer. Diensthabender Offizier Carter Watts. Zeit, okay, von 6 bis 10 Reed, dann Miller, Davis, Perez, Griffin, Patterson, durchgestrichen O'Neill. Kein unbefugter Zutritt zu bewachten Bereichen, Posten niemals als Ablösung durch nächste Wache verlassen. Könnt ihr alle unterschrieben. Okay. Okay. Geheimnisse, wo ist das? Das war doch was Neues. Nein? Okay, dann nicht. Dann gehen wir weiter gucken, was du hier so noch Tolles findest. Ach, da war ein Geist. Ich hab's gesehen. Da spukt es. Und zwar gewaltig. Sein. Okay, da hinten ist noch was, da ist noch was. Ich gehe erstmal hier lang. Erstmal da gucken. Da ist auch eine Tür. Oh Mann! Ja, aber echt, was hey. Was war hier los? Eine Hundemarke. Okay, Charles T. Perez. 3784-7556 T42-43O Rex Perez in 2453 Peace Boulevard, Boston, Mass. P. Okay. Der Arme. So. Genau, gehen wir zurück. Ich würde gerne noch nämlich hier in diese Richtung laufen. Hier rum, da muss auch noch was sein. Bestimmt. Geh da mal gucken, ne? Genau da hinten. Ein Messer. Wunderbar. Das kannst du mitnehmen. Und mal behalten. Das heißt, zwei sind jetzt bewaffnet. Damit ich das weiß, ne, dass das nachher beim Quicktime-Event, wenn ich es verkacke, ne, dass ich eine Chance gehabt hätte, theoretisch gesehen. So. Okay, und dann gehst du jetzt mal hier nach da hinten durch die Tür und schaust mal, was da passiert. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.